Dubai. Das gab's ja schon mal, aber in... Das ist in Deutschland. Deutschland. Deswegen, let's go. Boom, Leute. Mein Name ist Naim Sky und ich begrüße euch zu einem neuen sexy Video auf meinem YouTube-Kanal. Freunde, heute haben wir... Den Bruder, den geht's... Digga, Multimillionär. Klar. Was sehr, sehr Besonderes am Start. Nämlich, Freunde, wie ihr seht... Oder machen wir einen kleinen Schwenker. Einen ganz kleinen Schwenker. Boah, krass. Das sieht wirklich richtig cool aus, Digga. Wir heute hier wieder mal in Dubai am Start. Freunde, ihr habt die letzte Folge ja gesehen. Komplett geisteskrank. Sie kam auch geisteskrank bei euch an. An der Stelle erstmal großen Dank für euer Feedback. Heute drehen wir Erkenne das Fake-Paar. Das heißt, diesmal wird es nicht so sein, dass es nur ein echtes Paar gibt, sondern es gibt nur echte Paare. Bis auf eins davon, denn eins davon ist einfach fake. Und wir müssen herausfinden... Okay, wir müssen herausfinden, welches Paar fake ist, Digga. Das wird auf jeden Fall wild, glaube ich, ne? Ja. Wer davon die Wahrheit sagt und wer lügt. Deswegen würde ich sagen, an der Stelle schnacken wir auch gar nicht groß rum. Bruder, folgt mir mal ganz kurz. Alright, Freunde, wie ihr wisst, mache ich das Ganze heute nicht alleine, sondern ich habe mir natürlich Special Guests rangeholt, die mir heute dabei helfen sollen zu erkennen, welches von den ganzen Paaren das Fake-Paar ist. Deswegen würde ich sagen, an der Stelle... Nein, sieht irgendwie ein bisschen kaputt aus, ne? Augenringe und so. Weiß ich. Harte Nacht gehabt, harte Nächte gehabt. Bitten wir unsere Special Guests einmal bitte rein! Rein, rein! Alles gut. Bruder, alles gut heute? Kein Bauchgefühl? Was hat er gesagt? Wir haben sogar extra Getränke für euch am Start. Extra von 4Bro. Stark. Aus Jungs Brust, auf euch. Was ist das jetzt für ein Getränk? Ist das auch 4Bro? Das ist auch von 4Bro, aber es sind die neuen. Hä, was ist denn das? Hör mal zu! Hey, wer ist das? Wer ist das? Khalid von, wie hießen die nochmal, ja? Diese Comedy-Dings. Wie hießen die nochmal? Chip, bitte sag sagst mal. Sagst du? Sogar, wie was heißt. Hast du Khalid Bonur von... Ja, ne? Ah, Rebel Comedy. Genau. Ja, okay, ich hab die nie verfolgt, ne? Schauen, wie geht's euch? Geht's euch gut? Ja, mir geht's gut. Wie geht's dir? Alles tief, nicht, Mann. Einfach, Dios heute am Start. Wie geht's dir, Bruder? Eine Ehre, hier zu sitzen, mein Bruder. Bruder, es ist mir eine große Ehre, neben dir zu sitzen. Eine Ehre, mit den Herrschaften am Start zu sein. Dankeschön, mein Bruder. Läuft. Dann Jabo TV, wie geht's dir, Bruder? Alles gut? Also, ich bin auf jeden Fall ready für diese Folge heute. Wir haben heute Fake-Paar wieder, ne? Waren wir letztes Mal auch schon wieder dabei? Da waren wir ja gut, aber wir haben auf dein Bauchgefühl gehört. Das war halt der Fehler. Heute hören wir nicht auf dein Bauchgefühl. Und dann klappt alles. Danach die Folgen lag mein Bauchgefühl immer richtig. Warte mal. Hast du eine Freundin? Nee. Habt ihr auf seinen Bauch gefunden? Ey, Junge, das werde ich eigentlich jedes Mal gebobbt hier. Das ist manchmal so eine Scheiße. Sonst kann ich nicht. Nein, Playboy, Digga. Ich glaube, Probleme mit Frauen hat der Mann eigentlich nicht mehr. Sehr, Bruder. Gut, gut. Außer, dass der mich zu spät abgeholt hat. Ey, also wirklich, das war nicht meine Schuld. Vertraut niemals jemandem, der sagt, bin da und der hat dir sogar vorher einen Live-Standort geschickt. Du weißt, dass der noch 10 Minuten entfernt ist. Das hat er gemacht. Er schickt mir seinen Live-Standort und er weiß nicht, dass ich immer noch sehe. Also, Ali ist mir auch so. Ali ist der einfach, Schlimmste, ich glaube, Libanesen sind einfach so. Ali, ne? Ist gerade, Digga, oder? Ali, über den aber nicht einfach so. Und er sagt, bin da. Und ich sehe aber, dass du noch voll weit entfernt. Aber sonst geht's mir gut. Richtig geile Jury heute. Wir haben heute ein sehr, sehr spannendes Thema. Wir haben nämlich heute Erkenne das Fake-Paar. Das heißt, es werden gleich Paare rauskommen, doch nur eins davon ist quasi geschauspielert. Also kein echtes Paar. Alle echt eins Fake. Okay. Deswegen, wir müssen heute richtig liegen und das Fake-Paar geht sozusagen leer aus. Das haben viele von euch auch bei der ersten Folge falsch verstanden. Das Fake-Paar, was übrig bleibt, kriegt dann nicht irgendwie 100 Euro, weil sonst hätten sie eine Motivation, uns davon zu überzeugen, dass sie fake sind. Das heißt, sie sind extra schlecht. Aber nein, die gehen komplett leer aus. Und wenn wir das Fake-Paar rausvoten, das heißt, die haben uns so krass davon überzeugt, dass sie echt sind, obwohl sie eigentlich fake sind, kriegen sie 500 Euro. Das heißt, würde ich sagen, an der Stelle schnacken wir gar nicht groß rum. Let's go. So, bitten einmal unsere Paare rein, bitte! Ganz kurz, glaubst du, die packen das? Boah, weiß ich nicht, schwierig. Fake war es echt nicht einfach, glaube ich, ja. Schwierig. Würde ich das Fake-Paar sein, ich würde meine beste Freundin holen, Digga. Weil, okay, ich habe jetzt keine beste Freundin, aber ich glaube, man muss die Person echt sehr gut kennen.
Irgendwie sehen die alle fake aus, Digga. Ich sag dir ehrlich, Alter, ja. Boah. Den kam mir bekannt vor, ja? Ich weiß nicht. Woher kennt man den? Will ich mal wissen. Oder? Wow, 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 spannend, spannend, spannend. Vor allem ein bekanntes Gesicht auch noch da hinten, ne? Oh, stimmt. Was macht er denn? Ich glaube, der war schon in Folge. Was sagt denn so euer erster Eindruck? Wer könnte. Ja, genau. Okay. Sie davon fake sein, so. Ich habe ein ganz klares Gefühl. Ich auch. Aber ganz klar. Ich auch. Ganz klares Gefühl? Ganz klar. Sagen wir mal so, ich habe zwei Kandidaten. Die fake sein könnten? Ja. Ich habe bis jetzt noch. Also, jetzt so ist es echt schwer. Deswegen, ich finde das. Das englische Paar ist so ein bisschen. Ah, okay, Englisch. So, sie sehen so ein bisschen distanziert. Ich verstehe doch Deutsch. Wie fake mich so beziehungsweise Sprache, Bruder? Wow. You understand German? Lass mich anders probieren. Sie sieht heiß aus. Aber steht wirklich nichts cool. Okay, good. Nice meeting. Nice meeting. Okay, dann würde ich sagen, fangen wir mal mit dem ersten vorne rechts an, oder? Okay, let's do it. Let's go. Ja, Jessica, mein Name ist Marius. Wir haben uns vor 5,5 Jahren jetzt schon kennengelernt. Sind verlobt seit 2019, März, und wohnen jetzt seit 2 Jahren hier in Dubai. Haben uns im Studium kennengelernt und gehen jetzt die Reise gemeinsam. Verlobt seit, 3 Jahren, Digga? Stark. 2. 2019, Digga. Zwei noch ein paar Monate. Langsam, ja. Was macht ihr hier? Ich arbeite als Flugbegleiterin hier in Dubai. Und du? Warte. Als Flugbegleiter, also bist viel unterwegs? Ja, genau. Also ich bin ungefähr die Hälfte des Monats nicht in Dubai. Also habt ihr praktisch eine offene Beziehung, richtig? Boah, okay, reichen. Der war gut, danke, der war stark. Dankeschön. Wir hatten ein Jahr Fernbeziehung, weil sie ist ein Jahr früher nach Dubai ausgewandert. Und das Jahr haben wir sehr gut überstanden, dass sie viel unterwegs ist. Überstehen wir auch. Ja, ey, du bist so schlau. Ich check jetzt auch, warum du das fragst und alles. Weiter. Sie hat doch einen Ring, linke Hand. Nein, danke, weiter. Sagt ihr echt oder nicht? Echt, ne? Echt, hast du dein Gesicht gesehen? Sie war schon, oh, shit. Wir geben ihr gleich nochmal tiefer ins Detail. Aber dann können erstmal die ersten hier vorne links anfangen. We are Andrea and Roma. We are from France. Don't speak German, sorry. Been together for almost 11 years and live in Dubai for 6 years. 3 years now for me. You have a British accent, how? I was born like this. What can you do? Okay, I'm... Ich war auch ein bisschen verwundert. Du kennst französischen Akzent, Digi. Sorry, comment tu t'appelles? Je m'appelle Andrea. Tu veux parler plus en français avec moi? Okay, die spricht Französisch, aber auf jeden Fall. Ja. Jungs, ich nehme alles zurück. Formidable. That's my friend. Ute, Papa Ute. He's actually from Brussels. So you love music? What kind of music love? You have to ask her friend. What music does she love? Recently it's Adele. Was sagt ihr denn so? Ich habe nur geguckt, wie die reingekommen sind, als die ihre Hände losgelassen haben. Kennst du das letzte Streicheln von ihr? Ja. How long you been together? Almost 11 years now. Sweet. You have kids? One day, hopefully. No. How old are you? 29. What? So you basically... 11 Jahre zusammen, Digga. Boah, stark. Since you're 18? Yeah. And how old are you? 34. And you're not married yet, right? Yeah, we are. 3 years now. Yeah. So who proposed? Nobody. Nobody. Oh! Ist das der neue, Digga? Man heiratet, aber keiner fragt ihn wieso? Stark. Ist cool. Vegas? Was Vegas thing? When I arrived in Dubai, I need to marry to live together. Oh, so there's no love, you're just together, but you're not... Hä? Wie? Ist das in Dubai so? Wie? Hä? Bestimmt. Das kann ja nicht sein, ne? 7 years of no love. We used to need to be married to be able to live together in the UAE. So we got married. Krass, okay. In Seychelles. So what they basically saying, there is no love. Bruder, du erklärst es in derselben kranken Sprache, wie die das erklären. Ich kann kein Englisch. Achten auf sie, wie sie jetzt reagiert. My friend, das sind zwei. Ein Tarjim, ein Betarjim. Du bist mein Visum, du bist mein Visum. Aber die lieben sich. I'm still waiting for the proposal. That's the answer. Oh, hold up. So you are married and he hasn't proposed yet. Yeah, I'm still waiting for the proposal, for sure.
Oh! Ganz komischer Drip, Alter. Ich verstehe das, also ich, irgendwie sind die sehr, also, komisch. Irgendwie sind die so real, dass sie nicht fake sein können. Ja. Irgendwie, so ist, Leute das, gibt's auch, glaub ja, mir. Das ist so komisch. Ja, ja, aber das ist real. Ich glaube, das ist real. Genau weil es so komisch ist, ist es real. Get divorced now. What would need to happen in order for you to propose? I will propose. If she asks, she needs to wait a little bit. It's when I want, not when she asks. How long you been waiting for the surprise? 11 years. Andreas, was ist sehr, sehr schön. Du musst, wo achte nur auf sie, Alter. Bruder, nach der Folge sind wir nicht mehr zusammen. Extra produzieren und dann gucken, wie sie reagiert. Hello. Okay, thank you very much. Schön, dass wir da sein dürfen. Mein Name ist Kevin, das ist meine Freundin Julia. Wir sind jetzt seit einem Monat zusammen, haben uns vor 8 Monaten kennengelernt über Facebook. Facebook? Direkt gelogen! Stark! Facebook? Digga, ist auch stark, Digga, wenn man da Leute kennenlernen will anscheinend. Also ich sage ehrlich, besser halt wie die Leute auf Facebook aktiv. Ganz gefährliche Plattform. Das Facebook. Waren die letzten übrig gebliebenen Leute auf Facebook. Wer hat wen angestupst? Wir waren zu dem Zeitpunkt in einer Beziehung, als wir uns kennengelernt haben. Dann sind ein paar Monate vergangen. Beide waren in einer Beziehung. Die haben auch Angst vor nicht so niemanden, ne? Das ist schon ein bisschen fake. Wie habt ihr euch kennengelernt, als ihr zusammen in einer Beziehung wart? Also wir haben uns auf Facebook in einer Gruppe kennengelernt, weil wir sind beide Auswanderer. Ja, aber nicht halt beziehungstechnisch kennengelernt, sondern einfach nur so. Genau, weil wir sind beide... Bist du aus Switzerland oder was? Oder Österreich? Nee, klingt eher Schweiz. Ich bin selbstständig und ich war quasi in einer Gruppe, weil ich im Januar nach Dubai ausgewandert bin mit meiner damaligen Partnerin. Also ich bin im November 2020 nach Marbella ausgewandert mit meinem damaligen Freund. Wie lange warst du mit deinem Freund zusammen? Insgesamt dann 1,5 Jahre. Hast du ihn schon attraktiv gefunden, als du mit deinem Freund zusammen gewesen bist? Habt ihr jemals darüber geredet, dass ihr auch andere Menschen trotzdem attraktiv findet? Wäre jetzt auch falsch, wenn ich sagen würde, niemand in einem Raum wäre schön, oder? Also ihr seid ja auch erst frisch zusammen, richtig? Sehr frisch, ja, schon. Also wir haben schon beschlossen, dass wir zusammen sind. Wann war euer erster Kuss? Also ich wohne ja in Marbella, der war im Juli dann bei uns, bei mir. Da war dann der erste Kuss, aber das war lang nachdem... Der ist versprochen bei uns, das heißt, der ist wahrscheinlich nur... Freuen, ja, weiß ich nicht. Ja, die sind für mich schon sehr cool. Wir halt ewig hin und her geschrieben haben. Würdest du ihm jetzt auch einen Kuss geben? Ja, warum nicht? Der war ein bisschen... Voll rumknutschen werden jetzt nicht vor der Kamera. Aber es ging schon schnell. Als sie reinkommen sind, dachte ich erst, krass, sogar Geschwister machen mit. Tut mir leid, weil alle... Ja, Retalk, ich fand auch ein bisschen, die sahen ähnlich, ja. Ehrlich, kennst du das nicht? So Leute sind in einer Beziehung und die sehen voll gleich aus einfach. Hast du das noch nie gesehen? Ich hab das so oft in meinem Leben gesehen, ja. Real Talk. So oft, Digga. Man denkt, die sind Geschwister oder so, ja, ehrlich. Alle blonden Menschen sehen für mich gleich aus. Das nicht, das hat nichts damit zu tun, aber ich hab das schon voll oft in meinem Leben gesehen. Hat euch das jemand schon mal gesagt, dass ihr wie Geschwister? Nein, Bruder, der ist doch Russe oder so. Bist du Russe? Geboren in Deutschland, aber meine Familie ist aus Russland, Ukraine. Ja, dann sieht man das so vorne, muss man sagen. In Lettland. Deine Kopfform verrät es halt. Danke. Das ist auch gar nicht böse gemeint. Okay, dann würde ich sagen, machen wir einmal mit dem nächsten Paar weiter. Hast du ihre Uhr gesehen? Nee. Ihre Uhr? Was ist denn? Ich bin der Markus, das ist die Miriam. Könnt ihr euch mal kurz küssen? Direkt? Ja, ich glaube, die sind doch safe. Der war doch auch Millionär, ne? Ja. Der hat doch gesagt, er hat eine Frau. Ja. Ja, der ist auf jeden Fall real. Der ist real. Ey, das war so mit Liebe, ich hab meine Ex vermisst. Bruder! Ich bin Miriam, ich bin 36, Markus 28. Wir kennen uns seit 5,5 Jahren. Ein bisschen Stress gehabt, weil ich so viel älter bin. Keiner hat an uns geglaubt. Du Player, du, ey. Sugar Mommy, baby! Letztendlich ist Alter. Ist krass, nur eine Zahl, ja. Ich sag mal, wenn es so menschlich passt, man zieht halt immer die Leute an, die man sucht. Und es war in diesem Fall so, ja, haben in Deutschland komplett alles hinter uns gelassen, haben beschlossen zusammen, wir kommen nach Dubai. Wann habt ihr euch wo kennengelernt?
Wir haben uns kennengelernt, erzähl du das. Nein, ich würde von ihm. Gefährlich! Wir haben uns das erste Mal kennengelernt bei einer Einweihungsfeier. Okay, gib ihm mal ganz kurz, Mike. Als du ihn das erste Mal gesehen hast, wie hat er denn ausgesehen? Er hat ja auf jeden Fall. Mann, die sind safe read. Die 100%. War ein schwarzes T-Shirt an, sehr süß, weil es war so, wir hatten eine gemeinsame Freundin. Und sie hat mich immer wieder versucht einzuladen auf irgendwelche Feiern. Ich konnte nicht, ich habe sehr viel gearbeitet, war auch 8 Jahre Single davor. Er ist gegangen und ich habe zu meiner Freundin gesagt, ich fand den süß. Und nachdem sie das erste Mal nach 8 Jahren von mir gehört hat, ist sie hinterhergelaufen und hat gesagt, komm, gib mir ihre Nummer. Oh. Hat er nicht gesagt, er hat eine Frau? Ja, ja. Aber sie hat keinen Ring am Ringfinger. Ja, manche Leute sagen so, was ist. Oh. Wie hat er sich denn bei dir gemeldet? Was hast du geschrieben? Wir kennen uns von der Feier. Lass uns doch einfach mal treffen. Wir haben uns direkt am nächsten Tag getroffen und ich glaube, einen Tag später waren wir auch schon zusammen. Es ging relativ schnell. Warte, was? Was? Wow! Heftig! Einen Tag später wart ihr... Es ging relativ schnell. Es hat halt einfach gepasst in dem Moment. Ich kam aus einer Beziehung. Digga, also wenn er so passt, das ist krass. Krass, ey, ein Tag! Das ist sehr krass. Ich schreibe... Nächsten Tag so, treffen. No cap. Tag no time for the Beziehungs-Shit. Krass. Kennenlern-Shit, sorry. Ich war vielleicht 1,5 Monate Single gewesen. Und dich jetzt nicht gestört, dass er gerade aus einer Beziehung kam? Irgendwann gemerkt, ich habe gesagt, okay, sei mal ehrlich zu mir. Und irgendwann saßen wir in so einem Café und plötzlich wurde ihm ganz heiß. Was für ein Café, wo? In Nürnberg, im Sausalitos. Und dann habe ich ihm gesagt, sei mal ehrlich zu mir. Und er wurde ganz plötzlich blass und hat gesagt, das sind genau 4 Mädels, mit denen er schon was hatte. Und dann wusste ich, okay, er hat eine ganz krasse Vorgeschichte. Ich bin auch relativ schnell in sein Elternhaus gezogen. Seine Eltern haben mich auch sehr schnell kennengelernt, ins Herz geschlossen und seitdem 24 zusammen Business aufgebaut, wir sind Geschäftspartner, beste Freunde. Seid ihr verheiratet? Habt ihr geplant, Kinder zu haben? Erstmal nicht, das passt gerade nicht so, ja. Okay, warte. Du bist 36 und es passt jetzt gerade nicht? Geht bei mir natürlich nicht mehr. Ich hatte Krebs. Oh. Also Tumor gehabt und es funktioniert nicht mehr. Okay, schön, dass du hier bist. Ja, das... Das passt gerade nicht, das passt gar nicht. Das ist unsere Story, so haben wir uns kennengelernt. Es ist so schwer gerade. Habt ihr ein Paar, wo ihr sagen würdet, fake? 100%ig. Nein! Alter, gar keinen Schimmer! Ich hab gar nicht. Ich hab ein paar ganz klar, wo sag mal, ich... Da gucken wir am Ende, ob es stimmt. Ich hab ein Gefühl, was safe ist. Was ist safe? Was hast du für ein Gefühl, was safe ist? Also safe ist 100% die Engländer, oder nee, die Franzosen sind safe raus. Bruder, das sind für mich die fakesten überhaupt. Wegen Papieren nach Dubai? Ja, guck mal, bei den beiden bin ich auch... Ja, 80, sagen, 20, 70, ganz 30. Ganz recht. Ganz recht. Ich weiß nicht, Junge. Niemals, Bruder. Guck mal, der sieht so aus, als würde die seine Klamotten aussuchen. Ja. Dauert hab ich recht? Hör zu. Wenn die nicht Paar sind, ich gebe euch 1000 Euro. Ich lege einen drauf, 1000 Euro gebe ich euch. Deal. Okay. 100%ig. Okay, Khaled, was sagst du? Ich sag auch diesen Paar. Jabu? Paar. Thaddeus? Paar. Ja, okay, dann sag ich, denke ich mit euch. Dann dürft ihr einmal rausgehen. Die sind ja, weiß ich nicht. Ach, diesen Paar. Ja, glaub ich auch. Lass doch die vorne links in die Mitte holen. Oder? Ich will ein bisschen mit denen reden. Kevin. Wann hat Julia Geburtstag? 5. Dezember 1994. Hast du gerade Geburtstag? Ja. Was habt ihr gemacht zum Geburtstag? Ich konnte nicht zu ihr kommen, weil ich im Visumsprozess bin. Sie hat nämlich in Marbella gefeiert und in der Zeit darf ich das Land nicht verlassen. Also, die zusammen, denke ich. Bist du Marbella jetzt geblieben, hast Geburtstag in Marbella gefeiert? Warum nicht hier in Dubai? Ihr habt nicht vor gehabt, so schnell nach Dubai zu kommen. Also nicht einmal das war jetzt geplant. Aber ihr seid ja frisch verliebt und wenn man eigentlich frisch verliebt ist, dann... Nein, muss nicht sein. Manchmal kann es sein. Manchmal die ersten ein, zwei Monate ist... Nein, guck mal, ich kenne es noch mit meiner damaligen Freundin, weil ihr war es auch so. Manchmal hat man noch altes Leben, richtig immer Bär. Ich meine, du bist hingezogen mit dem damaligen Freund. Habt ihr noch Kontakt? Hin und wieder. Bro, ich brauche nicht mehr Mervis Snipe. Das ist der Einzug. Irgendwie sind diese Beziehungen ganz, also ganz wild, Digga. Die Beziehungen sind echt anders, ne? Die Beziehungen sind echt anders, Digga, ehrlich, oder ich weiß nicht. Akzeptieren. Er hat noch Kontakt mit ihrem Ex-Freund. Jetzt hast du bei ihm gesehen. Warte, wie siehst du das denn? Also, mein Ex macht das gleiche Geschäft wie ich. Also, wir sind halt irgendwo noch verbunden und er ist ja erst im Sommer jetzt weggezogen wieder. Da ich weiß, dass es auf geschäftlicher Basis ist, ist es okay. Aber keine Scheiße, Mann. Hat dir dein Ex-Freund geschrieben zu deinem Geburtstag? Zu deinem Geburtstag hat dein Ex-Freund dir geschrieben? Ja, wir sind voll... Was heißt befreundet, aber wir sind voll in Liebe auseinandergegangen, also... Aber man sagt, aber guck mal, Jungs, man sagt ja auch, wenn man in Liebe auseinandergegangen ist, dann war es entweder keine richtige Liebe oder es ist noch ein bisschen was da. Ja. Okay, anders. Hat er eine
Freundin, dein Ex-Freund jetzt? Ich glaube, er hat mit jemandem was, aber nichts Offizielles. Wo weißt du das? Bruder, ey, das war, ey. Die Schere Tadeus ist ganz cool, Digga. Ja, das ist richtig cool. Also wir haben halt den Deal gemacht, wenn wir jemanden haben, dann sagen wir uns das halt so quasi, weil wir beide auf Social Media unterwegs sind. Und also du beide habt einen Deal. Hey, was ist das für ein Deal, Lau? Doch, ich hab einen Deal mit meiner Ex-Freundin. Ich sag ihr, wenn ich Freundin hab und sie sagt mir, wenn sie einen Freund hat. Geil. Was ist das denn? Hä? Was cooler bringt das? Deal. Okay, und was bringt das denn jetzt? Weiß ich, weil die sind doch beide auf Social Media. Ist es in Ordnung, dass die einen Deal haben, dass die beide sich updaten, wenn der eine einen Partner hat? Doch, einfach nur der L steht dann. Nenn das doch mal deinen Freund. Deinen Freund! Ich bin mit allen meinen Exen gut, nur zu umkommen. Wie viele Ex-Freunde hast du? Wie viele Ex-Freunde hast du denn? Hör, sie macht keine halben Sachen, nur Kissy, Digga. Ey, die hat sie rasiert! Keine Ahnung, dir oder so? Okay, den davor, mit wie lange warst du mit dem davor zusammen? Ja, das ist ein bisschen eine komplizierte Geschichte gewesen. Also, der macht auch das gleiche Geschäft wie ich. Dein jetziger Freund? Wow, die machen alle gleiche Geschäfte. Die sind sehr fake, Digga, sag ich dir ehrlich. Digga! Und macht mit dir das gleiche Geschäft? Wir sind in derselben Branche, aber nicht dasselbe Geschäft. Und meine zwei davor machen dasselbe Geschäft wie ich, ja. Und ihn jetzt auch? Nein, wir sind ja nur in derselben Branche. Wir arbeiten halt beide über Social Media und haben uns halt in unserer Auswanderer-Facebook-Gruppe kennengelernt. Welche Branche ist das denn, wenn wir fragen? Ja, wir arbeiten halt über Social Media, also Network Marketing halt. Hast du jemals den Ex-Freund getroffen, mit ihm geredet? Nein. Wenn du den Ex-Freund beschreiben würdest, beschreib ihn ganz kurz für mich. Er ist ein mega lieber Mensch. Also wirklich einer der liebsten Menschen, die ich jemals kennengelernt habe. Was ist eine Sache, wo die beiden sich ähneln? Dein Ex-Freund und dein jetziger Freund? Die ein bisschen so von der Art und Weise zu reden manchmal. Lass uns doch jetzt erstmal auf die fokussieren, die wir... Ui, so Digga, die ist fake, Digga. Also sehr, ist... sehr komisch, Digga. Ja. Die wir rausholen würden. Ich würde die rausgehen. Als echtes Paar? Nein. Nein, Mann. Er war schon so ein bisschen so sauer, so ein bisschen. Ja, das macht er mit Absicht. Das macht er mit Absicht, weil er dich aber das hat, kann man nicht so spielen. Doch, das macht er. Hey, jeder kann seine irgendeine Frau so angucken. Okay, lass mal hier Frankreich holen. Wir machen gleich noch einen Beziehungstest, so wie in der damaligen Folge. Okay, weil wir gerade dabei sind. Four Bro ist das neue Getränk, das dir dabei hilft. Das Gute ist, wir können auf Deutsch absprechen. Ich frage mich halt bei ihm, ob er irgendwas versteht. Also ich finde die eigentlich authentisch. Also ich finde die eigentlich safe. Ja, ich auch. Allein weil die Englischsprache, also gerade weil sie nicht Deutsch sind. Seit 11 Jahren sind die zusammen. Die spricht Englisch wie ein Weltmeister und ja. Er ist so voll am Stammeln. Ja. Franzosen wollen kein Englisch. Franzosen können kein Englisch. Das stimmt. Franzosen, ne? Franzosen können überhaupt kein Englisch. Bei denen richtig schlimm. I'm a fly attendant. Ich hab nichts gesagt, vergiss, was ich gesagt habe. Ja, Flugbegleiterin ist, muss man international sein, ne? Da musst du Englisch sprechen. Digga, die spricht so gut Englisch, muss man sagen. Flugbegleiterin! Ja, klar! And you, bro? Oh, really? I didn't say nothing wrong to your girl, never did. You want to fight? If you want. No, I will. Was macht der denn? Warte. Klar. And you, bro? Judo coach. Oh, really? I didn't say nothing wrong to your girl. Never did. You want to fight? If you want. No, I was just kidding. Schick dir mal aus, Bruder. Holla, der Fliese. Safe, echt. Ich glaube auch. Ja, ich auch. Ah, 100%. Talit. Raus, ja. Raus, Jamo. Adios. Ja. Ich würde auch sagen, die sind irgendwie echt. Die sind irgendwie unreal, aber auch real. Na, ich glaube, die sind echt. Ja, ich glaube auch, die sind echt. Weil die Blondine und der andere, die weiß aus. You can go out. I'm gonna fight you after this. No problem. I'm making jokes. I'm a comedian. I love laugh. Er hat Angst bekommen. Weil der lacht auch gar nicht. Finale, ne? Ah, die sind real. Die sind real. Die sind safe real. Die sind safe-free. Die sind fake. Doch, wie die lachen, das ist so fake, ne? Die sind safe-fake, die Rechten, sag ich. Also echt Tadeus? Ja, echt Tadeus. Schwieriger Hase. Also, ich glaube, er heißt Lage, echt Tadeus. Weißt du, was mich sauer macht? Dass ich glaube, dass beide real sind. Kevin, kannst du mal kurz herkommen? Und Julia, kannst du kurz deine Ohren einmal zumachen? Das, aber, und das ist ein ganz wichtiger Trick. Frag etwas, ja, das klar. Ist so gut, Digga. Damit können Leute sich ein Eigentor schießen. Wirklich, wirklich zumachen? Morgen, was ist denn? Am zweiten Tag, als ich in Marbella war. Wie lange ist das her? Ich war im Juli bei ihr, also jetzt Juli. Julia, wann war euer erstes Mal? Warte, bleib mal hier. Nicht, oh ja, okay, alles klar. Im Juli, wo er bei mir war.
Lass mich eine andere Frage stellen. Bleib du bei mir. Hast du, seitdem ihr zusammen seid, irgendeinen anderen Mann kennengelernt? Ich lerne halt businesstechnisch andere Männer kennen, klar. Also Gleich Männer wie Frauen. Kannst zurückgehen. Bro, die sind ein Paar. Meinst du? Scheiße, Mann, wir haben die Falschen rausgewählt. Ja, sag ich doch! Ich sag... Shit, Digga. Ja, auf. Boah. Was, okay, krass, das war gut, dass wir das erste Mal, ja, das wusste ich. Okay, da sind die wirklich real. Was mit Frankreich? Aber der andere ist auch real. Da sind die komplett falsch. Warum ist der andere auch real? Also die anderen, das andere Paar ist auch real. Safe. Mach mal an erstmal. Safe, Mann. Du sagst gar nichts, sei leise. Ich hab doch gerade eben gesagt, dass wir jetzt hier zwei echte Paare haben. Bro, acht doch einfach nur auf ihn, Alter. Die sind frisch zusammen. Ich glaube, die sind ein Paar. Ansonsten ist er einer der krassen Schauspieler, die ich kenne. Du bist russischer Jason Statham. Kennst du einen schon? Ich bin zweifacher deutscher Meister im Ring, war bei Europa- und Weltmeisterschaften 3 Jahre für Deutschland gekämpft und bin Trainer in demselben Gym, wo du schon trainiert hast mit Steven. Bei dem Champs Gym, da bin ich Trainer. Wo ist das weiter? You fight. Die sind zusammen. Dann lass doch denen eine Frage stellen, wo wir sind. Ich sage auch, die sind zusammen. Das ist, also beide sind falsch. Also beide sind ein echtes Paar, sage ich. Nein, Digga, scheiße. Mann. Ich will eher, dass ihr mir überzeugt, warum ihr zusammen seid. Ich will das eher wissen. Also wir harmonieren zusammen. Wir haben uns ein Business zusammen aufgebaut. Wir bauen das zweite auf. Er hört mir zu, er ist für mich da. Er war immer für mich da, von Anfang an. Aber sagen, die Ersten, die weitergekommen sind, denen wurden am wenigsten Fragen gestellt, ne? Die waren einfach weg. Und deswegen. Kannst du mir sagen, warum ihre Augen null funkeln, wenn sie über dich spricht? Vielleicht ist es vom Licht. Ich weiß auf jeden Fall, dass ihre Augen funkeln und wir ergänzen uns halt einfach. Wir haben alles zusammen aufgebaut. Wir sind die ganze Zeit zusammen eigentlich. Das ist so schwer, Mann. Ja, das ist so schwer. Links hat mich nicht überzeugt. Doch, ich finde, die passen auch gut zusammen. Als Freunde! Mann, die sind zusammen. Die sind 100%. Aber da, Digga, da müssen die ersten Leute, die weitergekommen sind, das Fake-Paar sein. Weil irgendwie waren eigentlich alle irgendwie... Boah, die waren alle irgendwie komisch eigentlich. Alle waren irgendwie komisch, ja? Ich weiß nicht. Schwierig. Aber die sind auf jeden Fall real, die letzten zwei Paare. Wie lange seid ihr befreundet? Wir kennen uns und wir sind nach ein paar Tagen zusammen gewesen. Wer denkt sich auch sowas aus, dass man nach ein paar Tagen zusammenkommt? Das denkt man sich nicht aus. Okay, lass mal fragen. Die ganz rechts, was denkt ihr? Wollen wir noch checken? Bro, ich glaube, das Fake-Paar ist schon draußen. Ja. Na, wenn, haben die sowieso schon verloren. Bleib doch mal wieder. Also, was denkt ihr über rechts? Ich habe in ihre Augen geguckt, als hier die Frage kam, wann das erste Mal war. Und in ihrem Gesicht war so dieses, scheiße, jetzt haben die... Ja, aber ein Mann sagt immer, ja, ich hab da und da, weißt du? Aber eine Frau will das manchmal nicht sagen, weil zu Ende... Ja, aber sie hat so gewirkt, so wie, so, scheiße, weißt du? Das Ding ist, links wirkt so unnormal authentisch, finde ich, so. Die passen gut zusammen, die machen Business links, zusammen. Links, ne? Ja. Ja. Die ergänzen sich, das ist so, weißt du, so Unternehmerpaar, so. Was ist das erste Business, was ihr habt? Also wir beide sind im Krypto, wir haben zusammen im Network gearbeitet, waren auch ganz normale Angestellte. Er hat das doch, Digga, das hat er doch erzählt. Die sind real, das heißt, die sind 100% real. Die können nicht fake sein. Angestellte, also wir bauen Netz, also in ein Network, also in ein MLM-Marketing-Unternehmen. Und er macht auch Private Coachings. Kann man auch irgendwie nur sein, dass sie Businesspartner sind. Wann hat sie Geburtstag? 29. August. Wann hat er Geburtstag? 3.6.92. Ey, die sind ein Paar. Auf jeden Fall. Beide sind ein Paar. Fake-Paar ist schon draußen, Digga. Fake-Paar ist schon draußen. Fake-Paar ist echt schon draußen, locker. Ich sag 100%. Scheiß drauf. Wie heißt ihre Mutter? Die Mutter heißt Erika. Ja, komm, ey. So, wenn man sich so lange kennt, man... Ja, dann, ey. Kennst du die Eltern von einem Kollegen? Ja, okay, so. Aber nicht von allen. Ich glaube nicht, dass das ein Paar ist. Einfach nur für diesen Struggle und den Hustle und alles, was wir hatten, würde ich sagen, wir nehmen die Linken und sagen, die sind die Faken und rechts, die sind die Echten. Nein, die Links sind ein Paar. Links ist ein Paar. Die beiden waren beim letzten Mal da. Er hat richtig falsch gelegen beim letzten Mal. Nein. Mein Gefühl lag richtig. Stimmt, da war es auch so. Der rechts vor mir war, hat mich überredet, ihn dann rauszuwurden. Das war Artyom. Ich lag ja sozusagen. Aber er hat schon recht mit dem, was er sagt. Wir haben uns vielleicht schon manipulieren lassen. Guck mal, ich habe einen Tipp für dich für die nächste Folge, damit nicht wieder einer von rechts. Setz einfach nächstes Mal andere Seite vom Tisch, Bruder. Dann hast du auch keinen von rechts, den ich überzeugen will. Wir können Folgendes machen: Wir beiden sind zu rechts, ne? Die beiden sind zu links. Ich will mal Schicksalsschuck gegen dich machen. Okay. Machen wir bis 3 oder? Hä? 5 Subs, wenn der Russe nicht fake ist. Bruder, ich nehme dich beim Wort, sonst Banner auf Lebenszeit. Einmal. Okay, komm. Nochmal? Komm.
Bin ich ein Idiot? Guck mal, wir sagen rechts, schicken wir raus. Ich verdoppel den Einsatz, wenn ich falsch liege. Ich bin mir nicht sicher, ob das fake ist, aber ich bin mir sehr sicher, dass die echt sind. Ja. Ja, das glaube ich. Ja. Ich muss ehrlich zugeben, für mich am Anfang wart ihr die beiden, die für mich am fakesten waren. Ja. Ihr habt eure Hände nicht losgelassen. Ich so, hört auf zu schauspielen, ihr seht eh aus wie Geschwister. Nicht böse gemeint. Aber ich sag ja, ihr Weißbrote seht alle gleich aus. Nein, es liegt an ihm, Mann. Er nimmt die Führung, er will sie behalten. Okay, dann darf rechts. Also ihr dürft dann einmal rausgehen, weil wir euch für das, also ich halte euch nicht für das echte Paar, aber ihr seid quasi das Fake-Paar. Ihr dürft noch nicht auflösen, wir machen gleich die Auflösung. Weil kurz vor der Auflösung müssen wir sagen, während der ganzen Show habe ich natürlich, wie ihr seht, beide Packungen ausgetrunken. Einmal von Four Brown Wassermelone, Wahnsinn Geschmack und von der Zitrone. Ich muss sagen, in der kurzen Zeit, Mann, ich wünschte, ich hätte mehr. Der ist lustig, ehrlich. Ich hab's auch gemerkt, die eine hat sich sehr gefreut, wo die gesagt 1000 Euro. Das hab ich auch gemerkt, das muss ich sagen. Diesmal machen wir es ohne Umdrehen. Die echten Paare küssen sich. Genau das Fake-Paar küsst sich nicht. Tritt noch mal. I'm gonna fight you after this. Ich geb euch 1000 Euro. So mit Liebe, ich hab meine Ex vermisst. Ich hab's doch gesagt, Mann! Krass, ja, ey, Digga, die haben rasiert, Digga. Boah, krass. Hätte ich nicht gedacht, Digga, sehr shit. Gut, ja. Komm auf, ihr habt gerecht, ihr habt gerecht! Ich hab's doch gesagt! Komm auf, ihr habt gerecht! Ich schwöre, ich wusste es! Nein! Woher wusstest du das mit Juli? Ihr seid echt Geschwister! Seid ihr wirklich Geschwister? Seid ihr Geschwister? Ja, weiß ich ja nicht. Thaddäus, ich bekomme einen Schauspieljob, hast du gesagt. Du hast gesagt Juli. Warum wusste sie auch Juli? Habt ihr es vorher besprochen? Wir haben uns gestern um 2 Uhr nachts das erste Mal kennengelernt und haben von 2 Uhr nachts bis 5 Uhr morgens unsere ganze Story geübt. Ach du Scheiße. Okay, sehr krass. Lohnt sich. Hat sich gelohnt, Digga. Habt ihr es euch aber auch. Habt es euch aber auch echt verdient. Erstmal, die ersten beiden haben wir richtig gut rausgefiltert. Die haben wir gut rausgefiltert. Respekt, ja. Aber ganz schnell. Und am Ende waren wir beide auch bei denen. Wir lagen jedes Mal eigentlich richtig. Ey, raus mit euch, Jungs. Weißt du, was uns aber nicht mehr, was uns dann rausgebracht hat? Deine scheiß Beziehungstestfrage. Scheiß doch mal. Die ganze Welt. Schmeiß in den Tonne. Das ist sehr krass. Also, Digga, dass ihr seid da im Juli, Digga, sehr krass. Nein, wirklich meine Schuld. Alter. Boah. Ja. Ey, Hammer. Ja, geil. Aber echt Respekt. Geil. Das war doch klar mit dir. Das war doch klar. Die sind so authentisch, ja. Ne? Also guck mal, bei euch, nur dass ihr es wisst, wir waren bei euch eigentlich, bei euch beiden waren wir die ganze Zeit sicher, dass ihr... Nee, wusste ich safe, dass ihr wir sind. Das ist ja klar. Ein Paar seid. Aber am Ende waren wir uns so unsicher, weil dass ihr, weil ihr uns überzeugen musstet, ein Paar zu sein, aber ihr bleibt einfach in der Rolle drin. Aber ey, das ist das Spannende. Egal, scheiße. Wäre jetzt auch langweilig, wenn wir wirklich die Echten rausgeschätzt. Und dann hätten die keine 500 Euro bekommen. 1000 Euro! 1000 ja jetzt! Thaddäus hat ja noch mal einen draufgesetzt. Thaddäus, es gibt aber ein großes Problem. Hier kann man ja gar keine Euros abheben. Tut mir leid. Sorry. Mr. Ringermeister. War das auch gefaked? Komm her, Lamm! Komm her! Nein, auf jeden Fall, ihr kriegt alle Geld. Denkt dran, schreibt uns danach. Also ihr kriegt auf jeden Fall Geld, alle Sachen, die rausgeflogen sind. Ey, aber die müssen auch bekommen, Bruder. Das war bei denen war. Ah, die sind doch Multimillionäre, die brauchen doch keine 100 Euro. Oder wenn ihr wollt, könnt ihr natürlich... Wollte ich auch gerade sagen, das würden wir safe spenden, ja. Könnt ihr uns 500 Euro leihen für die in der Mitte? Also für die? Erstmal danke fürs Mitmachen. Richtig geil. Habt ihr irgendwas zum Pushen? Wollt ihr irgendwas erwähnen? So, vielen lieben Dank, dass wir mitmachen durften. Für mich zum zweiten Mal, für Miriam zum ersten Mal. Coole Aktion auf jeden Fall, cooles Format. Wenn ihr möchtet, könnt ihr uns sehr, sehr gerne auf Instagram folgen. Ja, easy, ey, cooles Video, würde ich sagen. Richtig cool, Digga. Thaddäus, richtig Digga, Thaddäus ist auf jeden Fall ein guter Charakter, muss der ich sagen. Der ist richtig cool, Alter. Ah, der wohnt in Dubai, ne? Digga, der ist richtig cool, Digga, ja.
you, but I don't know. Happy that for you, cause I'm not.